Guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße euch. Wir haben Sonntag. Tag der Arbeit ist morgen erst. Und deswegen machen wir heute was. Nein, wir machen heute nicht viel. Ich werde als erstes Brötchen backen. Da habe ich mir schon ein neues Rezept mal rausgesucht bei Chefkoch. Und ich habe uns zwar einen Stöbern. Da mache ich mit Löwenzahn-Sirup. Habe ich mir gedacht. Da ist nämlich normalerweise Bienenkotze mit drin, Honig. Aber... ja, macht nichts. Ja, und das werde ich jetzt mal machen. Wird mal gucken, was für Mehl ich davon nehme. Dann nehme ich, glaube ich, nur Dinkel- und Roggenmehl da. Aber ich denke, das geht auch ganz gut. Und erstmal 600 ml Wasser. Das war ja fast eine Punktlandung. Nur so noch. Zack. Passt. So, jetzt werde ich Mehl. Ein Kilo Mehl. Das ist ein Paniermehl. Hätte ich fast genommen. Wo ist unser Mehl? Wir haben das halt hier immer so einmal drin. Zucker. Dann haben wir auch mal zwei, drei auf Lager. So, nochmal Zucker, haben wir drei auf Lager. Roggenmehl. Roggenmehl will ich nicht. Weizen. Das geht. Haferflocken, die an mein Fenster klopfen. Ich glaube. Das ist. Ach, Dinkelmehl. Wir haben kein Weizenmehl mehr. Soll ich jetzt Roggen oder Dinkel nehmen? Hast du in den Eimern geguckt? Guck du auch nochmal. Ich habe ja so ein Talent in letzter Zeit, dass ich Sachen, wo ich davor stehe, nicht finde. Wir haben keine Hefe mehr. Das ist ja gut, dass unser zweites Haus nebenan steht. Und ich eben rüberspringen kann. Im Wohnwagen haben wir noch Hefe. So sagt jedenfalls die Mutter. So, hier ist noch Hefe, Backpulver und Hefe, tada, noch mehrere Packungen drin. Ich schreibe gleich trotzdem mal auf die Liste drauf. So, weiter geht's. Wenn das Brot gleich drin ist, werde ich parallel schon mal anfangen, die Kohlpfanne zu machen. Wir wollten nämlich heute Mittag auf Kirmes fahren. Ist ja ein Salaegersekt. Gestern sind wir ja nicht drauf gekommen, weil das kostet ja 30 Euro Eintritt für uns alle. Wegen dem Konzert und die Geräte nochmal extra. Haben wir gesagt, nee, ist die Sache nicht wert. Wollen wir heute nochmal hin? Muss man die Geräte nur bezahlen. Und daher ist das dann was anderes. Ja, da packe ich jetzt den Honig mit rein, den Löwenzahnsirup mit rein. Und lasse das dann so lange kneten, so steht es im Rezept drin, bis wir so eine homogene Masse haben, also so einen feinen Teig haben. Ja, ich schütte das mal alles zusammen, haben wir unseren Brotbackautomaten, lasse das dann kneten und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Das ist jetzt der Teig, den hole ich jetzt raus. Und dann werde ich ein bisschen umwälzen. Ein bisschen, ja, immer wieder die Schichten übereinander legen. So dass der schön fluffig wird gleich im Ofen. Ein bisschen Teig ist immer über, ein bisschen Schwund. Lässt sich nicht vermeiden. So sieht es aus. Ja. Und dann mache ich den in schöne, gleichmäßige Stückchen und packt den bei 240 Grad Rotbackstufe bei uns im Backofen auf mittlere Schiene. Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis, wie sie geworden sind. So, jetzt habe ich 100 Gramm Brötchen gemacht.
werden die in Sesam noch gewälzt. Und gleich kommen die mit einem Dampfstoß in den Backofen rein. Papa. Ja. Was ist los? Gleich, mein Schatz. Ich mache eben die Brötchen fertig, ja? Ja, und dann backe ich die so 20 Minuten, je nachdem. Dann gucken wir dann immer, wenn sie gut aussehen, dann kommen sie direkt auf den Tisch. Und ein paar Sesam, ein paar normale. Also nicht normal, sondern ohne alles. Und ein paar habe ich noch mit Kürbiskernen habe ich noch hier liegen. So sehen sie jetzt aus. Bis gleich. So, ich habe noch 4 Bratlinge, wollte ich sagen. Noch 4 über. Die lasse ich jetzt mal ruhen. Eine halbe Stunde. Dunkel. Die mache ich schon fertig soweit. Und dann kommen die danach für eine halbe Stunde in den Ofen. Bin gespannt, wie das wird. Ich werde euch berichten natürlich. So, die Brötchen sind fertig und sind nochmal drin. Die waren ein bisschen teigig. Die waren gut. Die ersten waren gut, die anderen waren ein bisschen teigig. Nemtodom, ich weiß es nicht. Wir haben sie nochmal reingemacht. Jetzt gibt es Frühstück, ein reichhaltiges, geiles Frühstück. Ich habe eine ausgepackte Wurst da liegen. Ich weiß warum. Ja, ihr Lieben, wir lassen uns jetzt schmecken. Wir wählen da aus die Brötchen. Und so die Snacks. Wir hauen rein, bis später mal. Hallöchen, ihr Lieben. So, ich bin jetzt im Wohnwagen reingegangen und heute darf ich euch ein neues Spielzeug vorstellen. Das habe ich mir bestellt und zwar ist das ein Staubsauger. Ich packe den mit euch mal zusammen aus. Eigentlich wollte ich ihn gestern schon geladen haben, ich habe es aber leider nicht mehr geschafft, aufgrund von Müdigkeit. Das ist der Ultenic. Und jetzt hier auf. So, ich glaube, ich habe den falschen aufgemacht. Nein, da ist es. Das ist der Ultenic U10 Pro Vakuum-Akku-Staubsauger. So, wenn man den aufmacht, als erstes das Handbuch mit so einer Reinigungsbürste dabei. Dann sind hier Schrauben drin. Ich vermute mal, das wird so eine Wandhalterung sein, wo man den praktisch aufhängen kann. Finde ich sehr schön, die Idee. Netzadapter. Hier ist die Wandhalterung. Hier ist der Gerät ohne Akku. Akku hänge ich fest dran. So sieht er aus. Er ist wirklich leicht. Ja. Und zu öffnen, einfaches Ding. Oben kann man den Filter wechseln, den kann man drehen. So, was haben wir noch hier Schönes? Ja, dann. Ein Stiel. Ah, das ist ja so eine kleine Bürste. Ah, genau, da ist dann schön, um in den Ecken Krümelchen wegzumachen. Optimal für einen Wohnwagen. Zack. Dann diesen kleinen Fimmelchen hier für die Ecken. Den werde ich wohl am meisten gebrauchen. Ich habe nämlich vor den Wohnwagen damit auf Herz und Nieren wieder zu enthaaren vom Smurfy. Ecken guckt man da gut rein, was mir fehlt. Genau, der Fuß mit der Bürste. So, ja, und natürlich noch der Akku, der nach wie vor. So, die Waffe brauche ich nicht mehr. Können wir nächste Woche verbrennen. Zack, zack, ab. Karton kommt ab. Plastikmüll kommt in gelben Sack. Den gibt es hier in Ungarn auch. So, hier ist der Akku. Ah. So, mach den mal rein. Da ist er. So. Ah, Tipp. Zum Tippen ist das nur. Tippen. Ah, muss man nicht gedrückt halten. Coole Sache. Kann man hier hinten auf und zu machen für den Filter. Den kann man dann ausklopfen. Schönes Ding.
Steht auch super hier für Dove beschrieben. Einmal. Ja, schönes Ding. Kann man aber gedrückt halten. Mit Touch! Wahnsinn! Leckt mich im Popo. Meine Güte, ist das geil. Erinnert sogar die Farbe. Wow. Das ist ja mal ein tolles Teilchen. Wirklich, bin ich begeistert von. Der Akku zeigt 2 Leuchten von 3 an. Ich fange mal an zu saugen und werde euch berichten, wie er so ist. Jetzt werde ich erst die Polster hochstellen, dann mal vorne im Zimmer unten an die Schränke alles. Da gehe ich mal jetzt ran, saug den aus und werde euch gleich erzählen, ob ich damit zufrieden bin. So, der Papa ist fertig und ich habe es echt tatsächlich geschafft. Also der Akku ist jetzt leer. Alle Ritzen auszumerzen, auszusaugen. Ich habe jetzt knapp 20 Minuten. Habe ich jetzt auf normale Leistung und dann habe ich einmal so Minute, anderthalb in den Ecken halt noch auf volle Pulle gesaugt. Und ich muss sagen, der Hersteller hält sein Versprechen. 40 Minuten ist auf normale Stufe angesagt. Bin ich sehr zufrieden mit. Also ist auf jeden Fall ein schönes Teil. Optimal für einen Wohnwagen, auch von seiner Stärke her. Vom Gewicht her und auch von der Saugkraft steht da sich unserem anderen nichts nach. Auf keinen Fall. Ja. Wenn ihr da Interesse dran habt, in der Infobox packe ich euch mal die Infos rein. Könnt ihr mal gucken. Der hat es um die 180 Euro kostet er normalerweise. Da war eine Aktion, ich glaube, die ist immer noch. Schaut mal rein in die Infobox. Da habe ich euch alles weitere zugeschrieben. Und wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt mich an. Lasst mir eine Nachricht da, schickt eine E-Mail. Und dann helfe ich euch gerne weiter damit. Ich werde dann auf jeden Fall noch weiter benutzen jetzt hier. Fürs Auto bräuchte noch nachher oder morgen, muss ich mal gucken, wie ich schaffe. Wir fahren jetzt erstmal auf Kirmes. Aber wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit. Ich bringe ihn jetzt rein, schließe ihn am Stromnetz an und dann werdet ihr den bestimmt noch öfter sehen in meinen Videos. Ihr Lieben, bis später mal. Da sind wir am Stadion. ZTE, Zahler Egerbeck. Zack, Auto zu. Und wir gehen jetzt zu Kirmes. Ist nämlich da vorne links runter. Zeige ich euch ein bisschen, das sah jetzt nicht so voll aus. Ich denke, da werde ich ein paar Bilder erhaschen können für euch. Und heute kostet doch gerade voll Muskelkater in der Beine. Meine Güte, man ist halt echt nicht mehr gewöhnt. Aber mein Papa hat erzählt, die haben im Garten bei sich Kartoffeln eingesetzt. Und er kann sich nicht mehr auf Toilette setzen, so tut das weh. Oh Mann, ey. Aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man ungewöhnliche Arbeiten macht. Ist halt schnell immer, dass man da Körperlichkeiten spürt. Wollen wir nur mitfahren, Linia? Nein! Nur gucken? Ja. Wolltest du da mitfahren? Da home.
Das war schön auf der Kirmes, hatte ich noch gar nicht erzählt, aber auch extrem teuer. Deswegen bin ich einmal Autoscooter gejüchselt und die Mama ist einmal Breakdance mit dem Cabino gefahren. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer ihr mal auf Kirmes wart auch so ist. Wir haben umgerechnet, ich rechne mal eben mein Taschenrechner. Also eine Fahrt hat 2000 Forint gekostet. Autoscooter genauso wie Breakdance. 5,34 Euro für eine Fahrt. Ich finde das schon echt heftig. Für Autoscooter ist das echt Hammer. Ja. Und Breakdance, okay. Dann schreibt mal in die Kommentare, wer von euch auf Kirmes war in letzter Zeit in Deutschland. Würde mich echt mal hart interessieren, was das da so kostet. Ja, dann sind wir wacker nach Hause gefahren, hatten noch hier einen schönen Tag, haben das Wetter genossen, der Eismann kam. Schon mal gehört, aber da waren wir wohl nicht schnell genug oder so. Und haben uns ein Eis geholt. Wir hatten Erdbeereis und der Papa hatte auch Punsch, das war echt lecker. Hat mir unser Nachbar empfohlen. Der hat sich auch mit seiner Tochter ein Eis geholt. Und Schokolade und Vanille. Das war echt lecker. Aber jetzt reicht's wieder mit süßem Scheiß und ungesundem Zeug. Erstmal für heute. Nein, ich esse bestimmt noch was heute, aber dann kommt Schrottenbrot oder so. Ist der Kohltopf eigentlich weggeräumt? Super, danke schön. Haben wir nämlich leckeren Kohltopf gemacht. Den haben wir alle gegessen. Die Mama isst jetzt noch Salat und Kichererbsen. Und waren jetzt gerade baden, haben dann aufgeräumt draußen davor noch. Und jetzt gleich gehen wir ins Bett und gucken Avatar 2. Guckst du auch mit Avatar? Ja. Ja. Machen wir. Dann machen wir einen schönen Familienabend. Der Essi liegt schon im Bett und kann kaum erwarten, dass es losgeht. Und ich bin auch schon gespannt. Ja, lecker ist das, genau. Ja, ihr Lieben, ein freudiger Tag geht zu Ende. Morgen ist Feiertag. Morgen wird auch nichts gemacht bei uns. Vielleicht buddeln wir doch ein bisschen. Mal gucken, wie wir lustig sind. Der Muskelkater ist heute schon besser. Bitte? Warum heißt das eigentlich Tag der Arbeit? Ich habe das mal gelesen, aber ich habe es vergessen, weil das nicht so wichtig war für mich. Ich google das gleich mal. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Mitkommen heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Gleich viel Spaß bei der Michaela. Schaut doch mal bei dem neuen Kanal von ihr, die Michaela Fit, rein. Wenn ihr euch für gesunde Ernährung interessiert. Wenn nicht, guckt trotzdem mal rein. wird die Mama sehr freuen. Ja, sehr. Ja, so, wir gehen jetzt in der Hofe, in der Pofe, Zähne putzen. Bis morgen, ihr Lieben. Passt auf euch auf.